Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass wir heute Maximilian Bothe begrüßen dürfen hier zu einem Interview zu einem sehr speziellen Thema, ein sehr spezielles Thema für Optionshändler und zwar das Thema Cash Secured Puts. Ja, da haben wir uns hier vom CapTrader Team ein paar Fragen überlegt und die würde ich dir, Max, sehr gerne stellen. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, vielleicht zu Beginn ganz einfach mal, du sagst ja, die Cash Secured Puts Strategie ist eine deiner Lieblingsstrategien. Kannst du das näher erläutern? Warum ist das eine Lieblingsstrategie? Warum ist die ja einfach umzusetzen? Vielleicht ein paar Infos dazu. Ja, sehr gerne. Also der Cash Secured Put ist eigentlich so für Optionshändler eine perfekte Einstiegsstrategie meiner Meinung nach, weil viele Händler, die sich eben mit dem aktiven Handel von Optionen beschäftigen, ja vermutlich auch in irgendeiner Form am Aktienmarkt tätig sind. Und deswegen schlägt so eine Strategie sehr schön die Brücke, weil man kennt das Thema Aktieninvestments meistens ganz gut. Das Thema Optionen ist vielleicht noch ein bisschen fremd. Und das ist eben ein super Vehikel, um beides miteinander zu verbinden. Und die Strategie, wir werden ja noch ein bisschen drauf eingehen, überzeugt vor allem dadurch, dass sie relativ einfach ist und dass sie eben auch eine ganze Menge an Vorteilen mit sich bringt. Zu Nachteilen kommen wir ja dann auch noch. Und wenn ich da direkt mal einsteigen darf, also wie funktioniert eben dann der Cash Secured Put oder warum, und das zeigt dann auch wieder, warum wir diese Strategie so gerne handeln. Letztendlich ist es nichts anderes, als dass ich am Aktienmarkt oder auf eine Wunschaktie eine nackte Put-Option verkaufe. Und jetzt ist vielleicht das Wort nackte Put-Optionen schon für den einen oder anderen ein schwieriges Thema. Aber letztendlich mache ich damit nichts anderes. Mit einem Optionshandel, in dem Fall mit einem Put-Handel, gehe ich einen Deal ein. Es gibt einen Käufer, das könnte jetzt zum Beispiel du sein, Andreas. Und es gibt einen Verkäufer. Das wäre jetzt zum Beispiel ich. Und ich committe mich jetzt, dass ich mit dieser Option, die ich verkaufe, die Verpflichtung eingehe, im Zweifel dir deine Aktien zu einem bestimmten Preis abzukaufen. Okay. Und das heißt, letztendlich kannst du dich mit diesem Put absichern und ich wiederum könnte ihn nutzen, um günstig in mein Aktieninvestment einzusteigen. Das heißt, ich bin der Gegenpart, weil ich bin der Käufer des Puts. Also ich habe den Long Put im Depot, wo ich mein Depot mit abgesichert habe. Und falls halt dann die Kurse fallen, dann habe ich halt das Recht, meine Aktien zu dem festgelegten Preis zu verkaufen und dir dann im Prinzip zu liefern. Genau richtig. Du hast das Recht, darfst dir das am Ende sogar aussuchen, weil du bist ja der Inhaber der Long-Option. Ich als Verkäufer in dem Moment, wo ich den Trade eingegangen bin, habe diese Pflicht und muss dir dann auch, wenn du das wünschst, die Aktien dir abkaufen. Und habe aber dann natürlich auch den Vorteil, dass ich eben im Vergleich zum aktuellen Kurs, also wenn man die Strategie eben, ich sag mal, standardmäßig aufsetzt, eben deutlich günstiger diese Aktien abkaufe, als sie vielleicht heute noch kosten. Was ist denn der Vorteil jetzt? Ich kann ja auch sagen, ich kaufe einfach, also der Kurs ist jetzt bei 80 bei irgendeiner Aktie und ich sage, ich möchte lieber für 70 kaufen als Beispiel. Ich könnte einfach einen Limit-Kauf platzieren für die Aktie und sage, ich warte, bis der Kurs auf 70 fällt. Warum haben da Cash Secured Puts da einen Vorteil gegenüber der Strategie mit einem Limit-Kauf in den Markt einzusteigen? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Was ich gar nicht erwähnt habe, ist nämlich, dass ich für diesen Verkaufsprozess dieser Put-Option, da gehe ich ja eine Verpflichtung ein. Und wir wissen ja alle, im Leben gibt es nichts, dass ich eine Verpflichtung eingehe, ohne dass ich dafür auch ein Entgegenkommen bekomme. Und dafür, dass du deine Aktien absichern kannst und ich diesen Cash-Secured-Put verkaufe, bekomme ich noch eine Optionsprämie. Die ist jetzt mal mehr oder weniger groß, da können wir noch in dem Beispiel drauf eingehen. Aber ich werde letztendlich im Vergleich zu einer Limit-Order, wo ich natürlich auch, wie du richtig beschrieben hast, von der Kurs ist aktuell bei 80, ich warte auf den günstigeren Kurs von 70, aber wenn ich diesen Kurs nie erreiche, dann bekomme ich auch nie die Aktien. Das kann beim Cash-Secured-Put auch passieren, aber ich darf diese sogenannte Optionsprämie in jedem Fall behalten. Also egal, ob der Kurs nochmal nach unten geht und ich die Aktien dann bekomme oder ob die Aktie wie eine Rakete ansteigt, ich darf in jedem Fall die Optionsprämie behalten und das ist eben der entscheidende Vorteil dabei. Praktisch die Prämie, die ich ja als Käufer des Puts jetzt auf der Gegenseite bezahlt habe. Genau richtig. Du gehst den Deal ein mit mir, zahlst dafür die Prämie, die wandert auch in dem Moment bereits als Cash auf mein Depot
Bei dir geht es dann vom Cash runter, es ist noch kein realisierter Gewinn, aber das ist genauso, wie du es beschrieben hast. Okay. Gibt es denn bestimmte Aktien, mit denen du diese Strategie umsetzt? Also sind das jetzt eher US-Aktien oder ja, vielleicht auch europäische Aktien oder gegebenenfalls auch ETFs? Also gibt es da Favoriten? Ja, also grundsätzlich, bewegen uns schon zu 70-80% in dem US-Markt. Das heißt, wir handeln auch hauptsächlich eben für unsere langfristigen Investments Aktien im US-Markt. Aber es gibt natürlich auch europäische Aktien. Was man zum Thema ETF sage ich gleich noch was. Was man natürlich einfach grundlegend für diese Strategie, und das ist wirklich auch das Mantra, ich darf diese Strategie nur auch wirklich auf Aktien handeln, die ich auch tatsächlich kaufen möchte. Also es gibt natürlich auch Händler, die handeln so eine Strategie im großen Stile auf zum Beispiel Tesla oder GameStop damals, die sehr, sehr volatil sind. Aber das trifft sicherlich auch für einige Händler zu, dass sie diese Aktien vielleicht auch für ihr Rentendepot halten möchten. Für uns kann ich aber nur davon sprechen, dass wir das natürlich nur auf Aktien machen, die wir auch idealerweise bis zur Rente halten möchten. Und es sind eben zum Großteil US-Aktien, vor allem aber relativ langweilige US-Aktien. Also wir möchten für unser Rentendepot möglichst langweilige Titel, die uns eben auch keinen Stress im Depot erzeugen. Und deswegen, wer ein bisschen bei uns auch im Blog das Ganze mitliest, wir stehen ja schon sehr auf die zum Beispiel nicht zyklischen Konsumaktien, weil die einfach ein gut darstellendes immer wieder gebraucht wird und damit auch eine sehr gute Konsistenz in den Gewinnen und damit auch im Aktienkurs letztendlich sich widerspiegelt. Und deswegen, das ist schon auf jeden Fall unser Fokus. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht auch mal auf andere Anleihen machen, wie eben zum Beispiel auch einen ETF. Es gibt ja durchaus auch Themen, die kann man mit Einzelaktien vielleicht deutlich schwerer darstellen. Wir haben zum Beispiel neulich mal einen Cash-Secured-Put auf den Biotechnologiesektor gemacht. Und ja, wenn du dir da mal die Einzelaktien anguckst, also ich persönlich kann es nicht beurteilen, was die eigentlich genau machen. Und deswegen bietet sich da eben an, okay, ich sage, ich möchte auf dieses Thema vielleicht grundsätzlich investieren, dann nehme ich eben den ETF und kann dann eben auch auf diesen ETF einen Cash-Secured-Put verkaufen. Wenn ich das noch ergänzen darf, das ist übrigens auch ein großer Vorteil mit Optionen, weil das kennt ihr ja wahrscheinlich besser als wir, gerade auf viele US-ETFs, die kann ich ja als zum Beispiel privater deutscher Händler gar nicht direkt handeln. Klar, es gibt ja die populären von Katie Wood, ne, die ganzen ARK-ETFs zum Beispiel, ne, ARK-W, ARK und so weiter. Ne, wenn man die haben möchte, ja, geht das halt dann mit Optionen oder mit CFDs, ne, aber man kann sie nicht direkt kaufen als Privat-, als Retail-Kunde, das stimmt. Genau, über eine Option kann ich sie dann aber eingebucht bekommen. Ich darf sie dann auch wieder verkaufen. Das ist vielleicht so, ich will es jetzt nicht sagen, das Schlupfloch, aber das ist eben eine Möglichkeit, wie ich dann eben auch solche Produkte direkt handeln kann. Und deswegen, wir handeln es auch immer mal wieder und auch natürlich das ein oder andere europäische Investment. Klar, man bekommt halt immer 100 Stück, ne? Also oder Minimum 100. Ne? Das ist halt dann die Kontraktzahl. Ja, außer es gibt irgendwelche Spezifikationen oder so, aber die in der Regel sind halt die 100. Ja. Ne? Aber eine Frage würde mich schon interessieren, ich sag mal, warum ihr eher die langweiligen Aktien jetzt präferiert. Ja, ich sag mal, wenn man volatilere Aktien nimmt, du hast Tesla angesprochen oder vielleicht auch andere, aufgrund der hohen Volatilität ist ja da die Prämie auch viel höher, die man vereinnahmen kann. Ich denke, für den einen oder anderen ist das ja auch gerade spannend, natürlich auch mit einem höheren Risiko irgendwie verbunden, aber was sind da konkret die Gründe, warum ihr euch eher auf die, ich sag mal, konservativeren Werte da spezialisiert habt? Also vielleicht müssen wir da auch nochmal wirklich einen Schritt zurück gehen, weil man muss wirklich beim Cash-Secured-Put sich immer vor Augen halten, ich bin hier als Investor und nicht als Trader tätig. Und es gibt natürlich viele Händler, die sehr auf die auch volatilen Titel als ihr langfristiges Investment stehen. Wir persönlich sind es einfach nicht, weil wir haben, wer sich das mal bei uns auch auf der Website auf Inside Markets anguckt, wir haben da auch viele Analysen dazu gefahren, gerade unter dem Thema Risikoparadoxon, das heißt, welche Aktien geben eine gute Rendite bei niedriger Volatilität, und das bringt uns einfach die Vorteile, dass wir eine gute Rendite mit den Aktien fahren können und eine niedrige Volatilität, was wiederum gut für unseren Kopf, für unsere schwankungsarmen Depots dann letztendlich ist, und deswegen
mit einem Cash-Secured-Put machen wir nichts anderes, du hast es ja vorhin beschrieben, ist ja eine Alternative zu einer Limit-Order. Ich kaufe mir letztendlich mit dem Cash-Secured-Put habe ich immer die Kaufabsicht für dieses Underlying. Und wie du es auch gesagt hast, ich kaufe damit auch immer gleich 100 Aktien. Und das ist natürlich jetzt auch je nach Aktie nicht gerade wenig Geld, das ich im Zweifel in die Hand nehme, falls ich diese Aktien in mein Depot angedient bekomme. Und wenn wir es jetzt zum Beispiel mal auf das Beispiel mit Tesla machen, Tesla, irgendwo der Kurs bei $720 zurzeit, wenn ich diese Aktie dann angedient bekommen sollte, dann habe ich natürlich auch, sagen wir mal, ich bekomme sie für einen Preis von 700 angedient, das ist natürlich dann schon auch gleich eine Hausnummer an Kapital, das ich dann aufbringen muss, um diese Aktie zu kaufen. Klar, sind $70,000 dann, ja. Genau. Und ich gebe dir natürlich recht, die Optionsprämien, die hängen natürlich sehr stark von der impliziten Volatilität der Aktien ab. Und eine Tesla bringt dann natürlich eine ganz andere Liga an Optionsprämien als jetzt zum Beispiel ein langweiliger Titel wie Procter & Gamble. Aber wir sind hier, man kann diese Volatilität für andere Strategien nutzen. Wirklich als aktiver Trader habe ich ja viele Möglichkeiten, das hier auch zu nutzen. Aber als Cash-Secured-Put, wie gesagt, wenn ich nicht bereit bin zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Cash-Secured-Put verkauft zu dem und dem Strike-Preis und ich bin nicht bereit dazu, 100 Aktien davon zu übernehmen, dann darf ich mit dieser Strategie nicht arbeiten. Dann könnte ich vielleicht einen Bull-Put-Spread verkaufen oder einen Butterfly oder welche Strategien es dann auch immer gibt für aktive Händler, aber eben nicht für mich als langfristigen Investor. Okay, das heißt, die Laufzeiten der Cash-Secured-Puts sind bei euch auch eher länger gewählt, denke ich mal, und jetzt keine Weeklies. Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also in der Regel, sage ich mal, sind die Cash-Secured-Puts bei uns mit einer Laufzeit von um die 40 bis 60 Tagen. Das ist einfach ein guter Kompromiss, wer sich ein bisschen mal damit beschäftigt und sich auch mal eigene Optionen heraussucht. Das ist ein guter Kompromiss aus Zeitwertverfall der Option und gleichzeitig, dass ich mit meinem Strike auch einigermaßen weit weg vom aktuellen Preis komme. Also wenn wir mal ein Beispiel machen. Wir haben zum Beispiel eine Aktie, die kostet jetzt $100 und ich habe eine Option, die hat jetzt noch 50, 60 Tage Laufzeit. Dann komme ich mit meinem Strike sicherlich auf zum Beispiel $85, also knapp 15% weg vom aktuellen Preis und bekomme trotzdem noch eine attraktive Optionsprämie. Hingegen, wenn ich jetzt eine Weekly-Option mache, eben auf eine nicht so volatile Aktie, dann kann es sein, dann komme ich vielleicht von den $100 auf $95. Und damit ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Aktie angedient bekomme, sehr, sehr viel höher. Das ist dann tatsächlich auch davon abhängig. Möchte ich jetzt zum Beispiel unbedingt diese Aktie haben, habe ich gerade einfach Kapital frei oder ist irgendwie frisches Kapital aufs Konto gekommen und ich muss das jetzt in irgendeiner Form an den Mann bekommen, dann kann das natürlich durchaus Sinn machen. Bei uns ist es so, wir haben von allen Investments haben wir schon einen guten Grundstock. Wenn wir über einen Cash-Secured-Put zusätzliche Aktien ins Depot bekommen würden, dann ist das okay. Wenn wir aber nur die Optionsprämie behalten dürfen, ehrlicherweise, dann ist uns das fast lieber. Und deswegen ist für uns eher eine längere Laufzeit interessant, wo wir dann einfach mit dem Strike weiter wegkommen. Das heißt auch, die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie uns ins Depot eingebucht wird, verringert wird, als dass wir kurze Laufzeiten nehmen. Aber ein Gegenbeispiel, wir haben auch neulich mal auf Johnson & Johnson einen Cash-Secured-Put verkauft mit einer Weekly-Option, also die hatte noch knapp 7 Tage Restlaufzeit. Das war an dem Tag, als die US-Behörde gesagt hat, oh, der Johnson & Johnson-Impfstoff hat irgendwelche Probleme oder irgendwelche Themen mit der Zulassung, die Aktie dann tatsächlich mal um 2,5% nach unten gegangen ist. Und wer so ein Unternehmen mal verfolgt, der weiß, das ist relativ viel für dieses Unternehmen. Und dann bekommt man auch für so eine Weekly-Option mal ganz gute Prämien. Klar, da lohnt es sich natürlich dann in der Phase vielleicht dann zuzuschlagen, ne, wenn die Prämie dann höher ist, ne, als im Durchschnitt. Genau. Ja. Wie legt ihr denn den Strike-Preis fest? Ja, du hast gerade ein Beispiel genannt, 15% niedriger als der aktuelle Kurs. Also geht ihr da jetzt prozentual vor oder sagt ihr, das ist so 1 oder 2 Standardabweichungen oder schaut ihr aufs Delta? Gibt es da eine klare Vorgehensweise oder ist das auch unterschiedlich, je nach, ich sag mal, Marktlage vielleicht? Also Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, aber in der Regel ist der Prozess relativ simpel.
Wir wählen meistens erstmal die Laufzeit aus, wie ich es gesagt hatte, so um die 40 bis 60 Tage und gucken dann mal in den Strike-Preisen, was denn da so angeboten wird. Wir möchten auch an der Optionsprämie eigentlich immer, also unter 80 Dollar, eher 100 Dollar. Das ist so der Bereich, wo es dann eben interessant ist, weil wenn wir jetzt eine Optionsprämie nur erzielen würden von 20 Dollar, dann haben wir ja noch zweimal Gebühren zum Eröffnen, vielleicht auch wieder zum Schließen des Trades. Dann schließen wir die Option vielleicht vorher. Deswegen muss schon auch ein bisschen Substanz an Optionsprämie da sein, damit wir den Trade machen. Und dann ist es so, dann guckt man eben, okay, mit diesen Randbedingungen, also ich habe die Laufzeit, guckt dann, okay, wo kriege ich vielleicht, sagen wir mal, 80 Dollar Prämie. Und dann orientieren wir uns tatsächlich so zwischen der ersten Standardabweichung und vielleicht einem Delta von 25. Also wir gehen da schon ein bisschen näher ans Geld, würde man ja sagen. Also der Strike-Preis ist dann einfach relativ oder mit einem Delta von 25 schon näher an dem aktuellen Preis des Underlyings, als wenn ich es jetzt bei einer ersten Standardabweichung mache. Aber da wir ja, wie gesagt, als Investor unterwegs sind und sagen, im Zweifel nehmen wir die Aktien, dann ist das auch grundsätzlich okay. Man muss auch hier ein bisschen variieren. Also wenn ich das jetzt auf eine Aktie mache, die eben 170 Dollar kostet, wo ich dann natürlich auch, sagen wir mal, ich habe einen Strike von 150, 15.000 Dollar in die Hand nehmen muss, da gehe ich vielleicht ein bisschen weiter weg und kriege trotzdem noch eine gute Prämie versus bei einer Aktie, die 50 Dollar kostet, da muss ich dann schon etwas näher ran. Aber wenn man sich ein paar Sachen merken will, dann ist es eben Laufzeit, sagen wir 50 Tage, Standardabweichung an der ersten etwa und um die 80 Dollar. Wenn man dieses Dreigespann erzielen kann, dann ist es schon ein ganz guter Start. Ja, und das muss ja auch immer irgendwie zum Konto passen, ne? Also die Option oder der Strike-Preis, ne, wenn er zu hoch ist, beispielsweise bei einer Tesla, ne, und man müsste dann 70.000 Dollar hinlegen. Klar, das geht natürlich dann nur bei sehr großen Konten, ne? Sonst macht das ja gar keinen Sinn, beziehungsweise ist ja gar nicht möglich. Ja. Genau, richtig. Wo liegt denn eigentlich das Risiko bei der Strategie? Ich meine, es hört sich alles so einfach an. Man kann einfach immer so parallel zum normalen Traden oder zum Investieren halt noch Prämien vereinnahmen, ohne eigentlich vielleicht ein großes Risiko einzugehen. Aber wir wissen ja alle, an der Börse ist nichts ohne Risiko. Was passiert beispielsweise bei einem starken Aktiencrash? Also der Wert des Underlyings, in dem Fall ja die Aktie, dann fällt sehr, sehr stark. Wo liegt da das Risiko oder wie geht ihr dann damit um? Also das ist gut, dass du es ansprichst, weil die Risiken werden ja auch gerne mal verschwiegen. Wir möchten damit aber wirklich ganz offensiv umgehen, weil es gibt tatsächlich auch bei dieser relativ einfachen Strategie ein paar sehr häufige Fehler, die man immer mal wieder beobachtet. Ich muss mir dafür einfach immer in Erinnerung rufen, ich verkaufe jetzt zum Beispiel eben auf diese 80 Dollar Aktie einen 70 Dollar Strike. Das heißt, ich muss in dem Moment, wo ich den Trade eingehe, für mich gedanklich schon mal das Kapital dafür vorhalten. Und in dem Fall sind es dann eben, wenn ich die Aktien angedient bekommen würde, 70 mal 100 Aktien sind dann 7.000 Dollar. Und das Gleiche natürlich, wenn ich es bei einer Tesla-Aktie mache. Und dann muss ich eben, bevor ich den Trade eingehe, erstmal checken, okay, wie viel, idealerweise, wenn ich es konservativ handle, wie viel Bargeld habe ich denn auf meinem Konto zur Verfügung? Habe ich jetzt zum Beispiel dann, wir nennen es mal Cash Secured Put Commitment. Das heißt, mit dem Trade gehe ich ein Commitment ein, also eine Verpflichtung von 7.000 Dollar. Und habe ich zum Beispiel 20.000 Dollar in Bargeld auf meinem Konto liegen, dann ist es kein Problem. Weil ich könnte ja dann, wie wenn ich die Aktie normal kaufen würde, ich kaufe sie mit Barmitteln, ich kaufe nichts auf Hebeln, alles ist gut. Das Risiko ist, wenn ich damit zu gierig wäre. Und ich habe auch bei so einem Trade, wo ich dann eben ein Cash Secured Put Commitment von 7.000 Dollar habe, muss ich eine Margin-Leistung hinterlegen. Diese ist aber deutlich geringer als diese 7.000 Dollar. Das heißt, ich kann diesen Trade sicherlich auch 5-mal machen. Also das heißt, ich könnte auch 5 verschiedene Aktien, sagen wir mal jedes Mal diese 7.000 Dollar, gleichzeitig eingehen, wäre dann ein Cash-Secured-Put-Commitment, falls ich alle Aktien angedient bekomme, von 35.000 Dollar. Wenn ich aber nur 10.000 Dollar auf dem Konto habe, würde ich mich damit sehr stark überhebeln. Genau, das wollte ich gerade sagen, ne? Also gerade, also jetzt bei uns bei CapTrader, ne, bei den besteht ja die Möglichkeit halt, das auf Margin so zu handeln, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, wie geht ihr da vor, um, sag ich mal, nicht das Risiko einzugehen, zu gierig zu werden oder halt das Konto zu überhebeln? Weil ich meine, klar, theoretisch ist es möglich, ja. Man kann das Konto bis zur Grenze halt auslasten, was möglich ist, ja. Aber ich denke mal, das ist nicht der schlauste Investmentansatz, ne? Und man sollte natürlich immer ein gewisses Puffer haben, ja. Habt ihr da so eine Richtlinie, die man vielleicht weitergeben könnte? Genau, du hast vorhin in dem Nebensatz gesagt, in dem Aktiencrash. Das ist ja das Thema, wo das Ganze gefährlich werden kann. Weil was passiert in einem großen Crash, sagen wir mal, es passiert jetzt auch durch ein Ereignis, das unvorhersehbar war, es werden alle Aktien nach unten geprügelt. Und das heißt eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch alle Aktien vielleicht gleichzeitig oder ähnlich angedient bekomme, ist relativ hoch. Das heißt, ich habe dann eben, wie du sagst, durch die Margin, wo das mir ermöglicht, die Margin bringt mir viele Vorteile, aber eben auch die eine oder andere Gefahr, dass ich dann eben deutlich mehr Aktienvolumen bewege, als ich tatsächlich Cash habe. Und dazu kommt auch nochmal, selbst wenn ich die Aktien nicht angedient bekomme, diese Optionen werden dann aufgrund des fallenden Preises, aufgrund der vermutlich dann stark ansteigenden Volatilität, sehr, sehr teuer werden. Das heißt, es wird dann wirklich ungemütlich im Depot. Anders ist es der Fall, wenn ich das eben, ich sag mal, mit einer gewissen Vernunft Brille durchführen. Das heißt, und für uns ist das relativ einfach, wir handeln nicht mehr Cash Secured Puts vom Cash Secured Put Commitment aufsummiert, als wir Cash auf dem Konto haben. Und wir gehen da eigentlich sogar noch einen Schritt weiter. Wir nehmen nämlich die Bargeldmenge, die wir auf so einem Investment Depot haben, teilen sie durch zwei und mehr sollte dieses Cash Secured Put Commitment nicht sein. Und das ist auch ein Prozess, den sollte man wirklich immer mal wieder machen, vielleicht einmal die Woche grob durchzählen. Okay, ich habe jetzt 5 Puts offen, zähle die Strikes zusammen, vielleicht ein 50er Strike, ein 60er Strike, addiere das alles, nehme das mal 100 und gucke dann nochmal in meinem Depot, wie viel Bargeld habe ich denn und wie ist denn dieses Verhältnis? Wenn das, wie gesagt, mit einem gewissen Puffer gesund ist, dann spricht gegen die Strategie nichts. Ich muss mich natürlich darauf einstellen, dass ich da eine ganze Menge mehr Aktien habe, aber die habe ich ja auch alle relativ günstig dann bekommen. Wenn aber das auch nur an der Grenze ist, also wie gesagt, wir teilen den Wert des Barmittels nochmal durch zwei, aber wenn es an der Grenze ist, dann ist es wirklich Zeit, Positionen deutlich zu reduzieren. Und da darf man sich auch nicht von der Margin irreführen lassen. Ich kann eine niedrige Margin-Auslastung haben, und trotzdem bin ich mit den Cash-Secured-Puts überhebelt, weil die Margin-Anforderung einfach deutlich geringer ist als das, was ich quasi an Barmitteln hinterlegen müsste. Ja, verstehe ich, ja. Nochmal vielleicht auch zurück zur Praxis. Wenn jetzt so ein Crash, ja, ich sag mal, droht oder gerade beginnt, ja, also sprich, die Aktie fällt sehr, sehr stark und nähert sich, sag ich mal, dem Strike-Preis, ja, dann gibt es ja die Möglichkeit auch, sag ich mal, den Put zu rollen, ja, in eine längeren Kontraktmonat oder vielleicht auch nach unten, also in den tieferen Strike zu rollen. Sind das auch Anpassungsmöglichkeiten, die ihr nutzt? Oder sagt ihr, ja, wenn es vom Kapital halt reicht, dann lassen wir uns auch andienen? Oder wie geht ihr da vor? Mhm. Ja, also du hast schon angesprochen, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die nutzen wir auch des Öfteren. Vor allem, wenn, ich sag mal, mehrere Puts gleichzeitig angedient werden würden. Das darf, wie gesagt, aus der Investorenbrille eigentlich kein Problem machen und macht auch kein Problem. Aber sind wir mal ehrlich, es ist einfach auch nicht so angenehm, wenn in der ersten Downphase von einem Aktienmarkt man dann gleich das ganze Depot voll hat und dann eigentlich nicht mehr so viele Möglichkeiten vielleicht hat, bei eventuell noch tieferen Kursen nochmal nachzulegen. Und deswegen ist es durchaus ein Mittel, das wir immer mal wieder nutzen. Das machen wir auch zum Beispiel bei Covered Call, bei einer anderen Strategie, dass wir diese Trades dann adjustieren. Und tatsächlich ist da eine gute Regel, dass man sagt, okay, wenn jetzt zum Beispiel der Preis an den Strike-Preis gelaufen ist, also ich habe einen 100er Put verkauft, 80er Put verkauft, Aktie steht bei 100, jetzt sind wir runtergekommen auf 80, dass ich dann diesen Put nehme, der hat vielleicht noch einen Monat Restlaufzeit, schiebe den auf einen 75er Put, also stelle die Position glatt, eröffne eine neue, zum Beispiel einen 75er Put mit 2 Monaten Restlaufzeit. Und dann habe ich mir natürlich schon ein bisschen Platz nach unten geschaffen. Das heißt, wenn ich die Aktien dann angedient bekomme, dann ist es nochmal knapp 5% günstiger. Das geht natürlich einher in der Regel damit, ich
komme nicht auf einen tieferen Strike für eine ähnliche oder gleiche Prämie, wenn ich nicht eine längere Laufzeit eingehe. Aber wie gesagt, wenn ich im Originalfall schon gesagt habe, okay, ich habe das Bargeld vorhanden, dann habe ich es ja auch im zweiten Fall vorhanden. Das heißt, ich habe ja dann noch tieferen Strike, kriege die Aktie noch ein bisschen günstiger und verschaffe dann auch meinem Gesamtdepot etwas Luft. Dann bekomme ich vielleicht einen Teil angedient, den anderen Teil habe ich nach unten gerollt, wie du gesagt hast, und habe dann auch erstmal ein bisschen Ruhe, bekomme vielleicht nicht alles angedient und schaffe mir so einfach ein Stück weit Luft. Okay, ja, sehr interessant. Also auch gut und sehr ausführlich dargestellt. Vielen Dank dafür. Da kann ich vielleicht noch einen Tipp geben. Das kann sich jeder vielleicht auch mal theoretisch durchrechnen. Und zwar, ob man, also vielleicht als kleine Übung, ob es was einfacher ist, wenn ich am Geld roll, also der Preis ist von 100 auf 80 runtergekommen, ich habe einen 80er Strike, oder ich roll erst, wenn das ganze Ding wirklich tief ins Geld gelaufen ist, zum Beispiel bei 75. Die Antwort wird sein, es rollt sich deutlich leichter, wenn die Option noch nicht ins Geld gelaufen ist. Aber das kann ja vielleicht jeder mal so als Aufgabe nehmen in die Optionskette, sich einfach mal ein paar Fälle durchspielen, weil es ist relativ interessant. Also man ist deutlich flexibler, irgendwie auch klar, wenn ich am Geld eben schon roll, als wenn ich erst warte, bis es quasi schon tief ins Geld gelaufen ist. Da ist die Flexibilität deutlich geringer. Und ehrlicherweise, wenn dann auch eine Aktie mal durch ein Ereignis, schlechte Earnings einfach durch den Strike durchrauscht, dann lasse ich es lieber liegen. Also dann lasse ich es mir andienen und dann ist gut, dann eier ich dann nicht mehr mit Adjustierungen rum. Ja. Was sind so aus eurer Erfahrung die Renditen, die man mit der Strategie erzielen kann? Ja, das ist, da muss man natürlich jetzt wieder aufpassen, dass man das nicht in die ein oder andere Richtung schön redet. Also es gibt ja auch öfters mal Strategien, die werden nach der, also Optionsstrategien, die werden Prämie auf Margin gemessen. Da wäre die Rendite natürlich sehr, sehr hoch, aber das halten wir für unseriös. Aber was, wie wir es kalkulieren, ist tatsächlich, dass wir sagen, okay, wir nehmen den eingesetzten Cash-Betrag, den wir eben bei einer Andehnung entrichten müssen, nehmen die Prämie und teilen das quasi durch den Cash-Betrag. Also hätten wir zum Beispiel einen Cash-Betrag von, 10.000 Dollar und wir kriegen eine Prämie von 100 Dollar, dann hätten wir ja eine Optionsprämie von 100 durch 10.000 von 1% auf den eingesetzten Cash-Betrag. Aber da muss man immer berücksichtigen, das ist ja nur für die Laufzeit der Option. Und sagen wir mal, ich mache das jetzt mit einer Option, die hat 2 Monate Laufzeit, dann könnte ich theoretisch, wie gesagt, das ist eine rein theoretische Betrachtung, weil die Randbedingungen werden jedes Mal anders sein, aber damit kann man es sich erklären, dann könnte ich den Trade ja in der Form 6-mal im Jahr machen. Ja. Sprich, auf dieses eingesetzte Kapital wären es in dem Fall dann 6% die reine Optionsprämie. Und so, das ist so eine grobe Größenordnung. Man kann es nicht ganz pauschal sagen, weil wenn ich immer sehr, sehr aggressiv diese Puts verkaufe, also das heißt, dass ich deutlich näher ans Geld gehe, bekomme ich natürlich höhere Prämien, habe natürlich auch das höhere Risiko, die Aktien angedient zu bekommen. Aber so bei unseren groben Richtlinien, die wir vorhin beschrieben haben, halten wir auf den eingesetzten Cash-Betrag so 5-10% für realistisch und sinnvoll. Okay, super. Genau. Ja. Ja, es ist jetzt in dem Interview natürlich alles sehr theoretisch und wir haben jetzt auch keine Schaubilder eingeblendet zu dem Thema, um das Ganze nochmal ein bisschen zu visualisieren. Aber ich denke, ein Webinar zu dem Thema macht Sinn. Werden wir, denke ich mal, auch sehr zeitnah auch dann im Anschluss nach diesem Interview mal gemeinsam durchführen und dann den Zuhörern mal verdeutlichen, auch in der Plattform von CapTrader oder auch anhand von Charts, wie man eigentlich da vorgehen kann. Ja. Also genau. Max, wenn du dazu Lust hast, sehr gerne, können wir das mal gemeinsam angehen. Ja, absolut, weil wie du sagst, das sind natürlich so ein bisschen die philosophischen und theoretischen Aspekte rund um so eine Strategie. Aber ich glaube, gerade zum Einstieg ist es natürlich einfacher, wenn man sieht, okay, das ist die Aktie, die Option kann ich nehmen, so kalkuliere ich mir das Ganze. Und ich kann auch da versprechen, wer das ein-, zweimal vielleicht auch ein Paper-Konto vielleicht dann lieber 5-10 Mal geübt hat. Es ist wirklich zum Einstieg gerade eine sehr, sehr einfache Strategie, die einfach ein bisschen Übung wie alles im Leben erfordert. Okay, ja, eine Frage noch zum Abschluss.
wir haben natürlich schon ein bisschen auf die Fehler oder auf die Risiken sind wir ja schon eingegangen, aber kannst du von dir sagen, was war dein größter Fehler vielleicht bei der Strategie oder bei einer anderen Strategie? Ja, vielleicht eine gewisse Sorglosigkeit. Die Sorglosigkeit, gerade wenn man jetzt zum Beispiel aktuell, also 2021, ist ja der Aktienmarkt bis auf einen kleinen Aussetzer im Januar, nur nach oben gelaufen. Das heißt, auch die Cash Ticket Puts, die gehen rein, weil sie schließen sich quasi von selber. Und man muss da wirklich aufpassen, dass man dann nicht in so einen Trott gerät und sich denkt, ach, jetzt kommt jetzt noch ein mehr rein. Und jetzt, also das sind die Themen auch, die uns passiert sind. Und dass ich da wirklich strikt dieses Risikomanagement und nicht die Gier siegen lasse. Das sind tatsächlich Fehler, die sind uns schon passiert, nicht katastrophal passiert. Entweder haben wir sie rechtzeitig bemerkt oder wir haben so ein kleines blaues Auge bekommen und auf einmal hat man relativ viele Aktien drin. Aber da muss man wirklich aufpassen und ich darf da auch ein Gespräch mit jemand zitieren, der diesen Fehler leider in zu großem Stil gemacht hat. Und das Zitat, ich werde es nie vergessen, als er gemeint hat, bei mir war die Positionsgröße zu groß, als ich auf meiner Seite mit den Cash-Secured-Puts mit dem Mausrad scrollen musste, um noch den Überblick zu behalten. Okay. Und deswegen, man kann es nicht oft genug betonen, ja. Dieses Thema Risikomanagement ist wirklich enorm wichtig. Ja, das ist A und O, das stimmt. Ja. Ja. Ja, vielen Dank, Max. Also es war sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, also wie ausführlich du das Thema beantwortet hast. Das sind die Fragen der Community gewesen oder auch hier aus dem Team. Und ja, ich freue mich sehr, dich vielleicht auch bei einem Webinar dann da erneut begrüßen zu dürfen. Erstmal vielen Dank, Max. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und viele Grüße auch an Alex. Und ich sage dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke, Andreas. Danke euch für die Zeit und mach's gut. Viel Spaß. Ja, bleib gesund. Ciao. Du auch. Ciao.